Was ist Hybrid Drumming? Hi, mein Name ist Steffi Sachsenmeier und in diesem Video zeige ich dir, wie du den Klang deines Akustik-Kits mit den Sounds vom TM6 Pro Modul kombinieren, verstärken und ergänzen kannst. Als Bassdrum-Sound habe ich einen 909-Kick gewählt und zusätzlich mit einem Low-Boost-Effekt versehen. Mit dem Drehregler Pitch an der Oberfläche des Moduls habe ich den Sound nach unten gepitcht. Mit den RT30 Dual-Triggern könnt ihr euer Schlagfell und den Rim getrennt voneinander antriggern und bearbeiten. Auf dem Rim meiner Hängetom verwende ich einen Clap-Sound. Auf dem Rim meiner Floor-Tom liegt ein Mix aus Zap und Sub-Drop. Als Side-Snare benutze ich ein Pad meines E-Drums. Auf dem Schlagfell liegt ein Sample, und zwar eine Schale, das ich über eine SD-Karte importiert habe. Auf dem Rim eine Mischung auf Vintage Maple Snare und Clap. Beides versehen mit einem Phaser. Im TM6 Pro Modul kann ich jedes Instrument layern. Mit der Schlagfläche meiner Akustik-Snare trigger ich zwei Sounds, und zwar eine Elektro-Snare und einen Box-Hit für mehr Attack. Sound A switcht in Sound B je nach Anschlagstärke. Da ich für diesen Backing-Track keinen Rim-Click benötige und auch nicht möchte, dass man ihn hört, habe ich auf den Rim eine Dub-Snare gemixt mit einem Box-Hit für mehr Attack gelegt. Somit habe ich auch einen fetten Sound bei Rim-Shots. Neben meiner Ride und über meiner Floor-Tom siehst du noch einen BT1 Bar-Trigger. Auf dem liegen zwei Sounds, ein akustisches und ein elektronisches Tambourine. Ich verwende den Sound ganz gerne als Alternative zu meiner Hi-Hat. Auf den Toms habe ich tatsächlich zweimal denselben Sound, und zwar eine 606 Low Tom. Für die Hängetom habe ich den Klang nach oben gepitcht, bei der Floor Tom nach unten und mit einem Reverb versehen. Die Kombination aus dem TM6 Pro Modul mit einer riesen Soundpalette und vielen Bearbeitungsmöglichkeiten und deinem gewohnten Spielgefühl. Sei kreativ, du kannst jegliche Stilrichtungen bedienen. Probier's aus, die Steffi.